Deswegen hoffe ich natürlich auch auf eine Fortsetzung dessen heute. Bei Mülheim muss man auf jeden Fall immer aufpassen, dass man eine ganz gute Kontersicherung hat, weil die doch dann durch Konter immer mal wieder gefährlich werden können. Ansonsten, ja gut, rein von schön. Ja, da geht's los mit dem 1-0 Hanna Granitzky, richtig schön gemacht. Ja. Guter Ball von Vicky, glaube ich, da in die Vicky Hose. Ja. Geht in Kreis, stemmt aus mit der Agi, sehr platziert. Diesmal vielleicht auch Victoria Huse und ja. Fast. Ich glaube, da war noch ein Schläger von Mülheim. Tritt hier in den Kreis ein mit Anne Schröder und 7 Meter. Provoziert. Oh, hier, guck mal, das können wir uns hier nochmal angucken. Wird nochmal eingespielt. Genau, nimmt den guten mit und dann, ja, wird die auf den Schläger gehauen. 7 Meter. Tor wird dann eigentlich gar nicht so richtig. Schade, gut gehalten. Sehen wir nochmal. Ball kommt auf Victoria Huse und schade. Hanna Granitzky. Erneute Ecke für Alster. Irgendetwas ist da scheinbar passiert, was ich nicht gesehen habe, aber. Und jetzt nochmal. Und die ging leider daneben links. Schöner Ball auf Lisa Altenburg. Darf sie nicht weiterspielen und bekommt wahrscheinlich jetzt die grüne Karte. Würde ich mal vermuten, dass wir wieder einen Schlag erwarten können. Nee, sieht nicht danach aus. Angezogen. Variante? Glaubst du, so Stechervariante? Ich weiß nicht, also normalerweise würde man, glaube ich, den Ball nicht einfach so. Jetzt haben wir die komplette Seitenverlagerung. Hanna Granitzky, die da gut rausrollt. 1 gegen 1 ist auf einer Außenlinie. Oh. Ups. Dann bleibt der Schläger. Wird gegen sie gepfiffen, das ist spannend. Gucken wir uns das nochmal an, zieht er nach innen und diskutiert mit dem Schiedsrichter Hanna Granitzky und kriegt dann prompt auf die grüne Karte. Nach der Zeit, aber ist auch im Endeffekt egal, ich glaube. Die Alster-Spielerinnen sind sehr froh, dass das Spiel vorbei ist, dass die 3 Punkte mitgenommen werden konnten. Ich bin auch sehr happy darüber. Ja, sehr gut. Und ein klassischer Arbeitssieg, würde ich mal sagen, bei Schmuddelwetter.